Jo, willkommen zurück zu Terraria. Heute mal alleine. Und zwar das den Grund, Freaky ist leider krank. Wir wollten heute eigentlich aufnehmen, geht aber leider nicht. Aber, da ich ja noch einiges vorhab und das nicht unbedingt, also eigentlich wollte man das ja offscreen machen, das Haus darüber kopieren, beziehungsweise ein neues Haus mal eben hinbauen. Obwohl, ich baue jetzt hier nicht alles ab. Ich gehe jetzt einfach mal rüber in die neue Welt. Da habe ich schon mal ein bisschen angefangen und dann zeige ich euch mal was. Und ich werde das Haus hier mal auseinanderbauen. Was heißt auseinanderbauen? Aber die guten Sachen mal wieder mit rübernehmen. Oh nein, ich kann da Dinge nicht mit aufheben. Hier sind die meisten Truhen noch voll. Ich werde mal gucken, ob ich alles wirklich rüber schaffe oder wie auch immer. Aber jetzt brauche ich erstmal nur das Wichtigste. Ich meine, man kann auch, so viel ich weiß, Glasscheiben mittlerweile machen für hinten. Und warum wir uns eine neue Welt gemacht haben, gab ein Terraria-Update. 1.0 heißt das jetzt, glaube ich, oder ist das, oder 1.1 sogar. Und da gibt es neue Gebiete, neue Mobs, neue Waffen, neue alles mögliche Items. Und die NPCs wundern sich ja wahrscheinlich gerade, was ich hier so mache. Aber ist mir egal. Ich brauche halt Material für drüben. Die Piggy Bank lasse ich nochmal da oben. Und den Mülleimer nehme ich mit. Aber den Stuhl. Den Stuhl. Ja, und jetzt gehen wir mal rüber in die andere Welt. Oh, ein Vogel. Mist, ich habe meine Waffe doch da. Komm her. Vogel. Bäm. Der Vogel war neu. Jetzt ist er weg. Na gut, ich switch mal in die Welt. Was will ich mit 250 Kaktus? Und wir switchen die Welt. Ich muss jetzt erstmal im Singleplayer. Man kann die Welten ja einzeln starten im Server oder halt im Singleplayer. Und das ist die neue Together-Welt. Welt. Aus World. Und Welt wird World. Ja, und da mir das Holzhaus sowieso nicht so gefallen hat und ich denke Freaky auch nicht, habe ich hier mal einen Steinpalast gebaut. Der wird natürlich mit Freaky noch weiter ausgeschmückt, beziehungsweise mit Freaky bauen wir dann hier nebenan die Burg, die wir unbedingt mal haben wollten. Nur damit es halt direkt losgehen kann, wenn er wieder dabei ist. Oh nein, ein Blob. Und voll die neuen Lichteffekte, wie man sehen kann. Voll neu. So, um mich rum ist jetzt so alles blau. Hier geht's auch nach unten. Probiere ich jetzt nicht aus, weil ich glaube, ich habe mein Grappling-Hook nicht dabei. Und man kann sich jetzt auch irgendwo Glasscheiben craften für Glasscheiben, für die hinteren Fenster. Ich glaube, ich habe ein bisschen viele Fenster hin eingebaut. Aber schauen wir mal. Da. Glass Wall. Ah, sehr nice. Hä? Achso, ich muss Glas machen? Oh oh. Beeil dich, mach Glas! Und daraus. Was ist das denn für, was sind das denn für Glatzköpfe? Neue Zombie-Skins. Genial. Aber viel mehr können die eigentlich auch nicht. Ich mit meinem Indiana Jones-Hut hier. Und jetzt mache ich mal eben die Glas-Wall, war das? Genau, am Amboss. Ich schmiede mein Glas am Amboss. Okay, ich glaube, das ist zu viel. Tschüss. Ja, ich kann ja gar nichts mehr wegwerfen. Oh, fuck. Ja, genau. Warum nicht noch größer? Nein, nimm's. Nimm's doch auf. Ist ein bisschen groß für Fenster oder nicht? Oder meine ich das nur? Also ich mach mal hier zwei rein, dann sehe ich das vielleicht. Obwohl eigentlich schon. Verdammt, ich guck mal eben. Brickstone Wall habe ich, glaube ich, hier unten auch irgendwo drin. Truhen sind überhaupt noch nicht sortiert oder sowas. Schilder sind noch nicht bestückt, weil das meiste ist noch in der anderen Welt.
Grey Brick Wall. Das müsste das eigentlich sein. Das hier unten ist einfach nur, ich glaube Stone Wall oder sowas. Ist nur schön, dass die Augen da gerade so rumfliegen. So, mal angenommen, das ist nur so groß. Ja, was für eine Größe nehme ich jetzt? Ich probiere nochmal was aus. Nein! Hau ab! Flatsch. Ich mach mal eins, dass ich hier in Ruhe bauen kann. Wo ist es? Na, wo ist es? Da. Ich mach da mal eben zu hier mit ganz normalem Stein. Und hol mir mal den Stern. Ja damit! Bäm! Ja, so ganz geil ist das irgendwie noch nicht hier. Oder so hohe Fenster vielleicht? Oh nein! Ja, ich würde schon fast sagen, solche Fenster, die würden mir am besten gefallen. Dann gucken wir, wie der Freaky das alles findet. Der sagt, alles weg, alles scheiße, alles neu. So, so sollte es eigentlich gehen. Und jetzt nur mal gucken, welche Richtung ich das Fenster denn mache. Und das kommt nach da. Das dann wieder hier hin und das wieder Richtung Rand. Richtung dem Rand. Und da nur eins hin. Aber wenn man die so schmal macht, kann man die vielleicht auch ganz anders hier verteilen. Vielleicht. Boah, das war jetzt Stereo-Zombie. Ich bin nochmal auf die neuen Mobs gespannt. Ihr braucht es nicht posten oder dergleichen. Vieles kenne ich noch nicht. Und das nenne ich dann Spoilern. Und manche kriegen dafür auch einen Block. Je nachdem, wie stark das Spoilern dann ist. Aber schon interessant jetzt mit den Fenstern. So. Ja, da oben mache ich gleich, weil jetzt wäre es doof. Aber wenn ich die so verteile. Ich weiß, ein bisschen langwierig jetzt. Könnte ich doch die ganze Reihe voll mit Fenster machen. Mal testen auf der Seite. Wie brutal sich das anhört. Ungefähr so? Nein. Ach man, das wird kacke. Das wird scheiße. Ja, jetzt bräuchte man Freaky, der einen so die noch die Unterstützung gibt, einen Support bietet mit seinen Ideen. Oh mein Gott. Mir fehlt aber irgendwie noch ein Maßband. Ey Mann, hätte ich doch mal vorher gemacht. Oh nein, da war zu weit. Oh, ich höre einen Stern. Wo landet er? Schon wieder vor Tür. Wie ist der denn drauf? Warte mal eben. Zack, und alle weg. Ja, wie verteile ich die Fenster? Wie verteile ich die Fenster? Der kommt einen nach links. Obwohl, so ist gut. Jetzt ziehe ich da durch. Hier wird ja dann kein Sinn passen. Aber wahrscheinlich kann man das eh besser sehen, wenn gleich hell ist. Oder vielleicht so ein kleines hier. So ein Minilicht.
Oh Mann. Na gut, ich mach mal kurz einen Cut. Ich kann mich bei den Fenstern nicht entscheiden. Gleich geht's weiter, nach den Fenstern. So, da sind wir wieder. Kleiner Cut gewesen, weil ich mich nicht mit den Fenstern entscheiden konnte. Aber ich lasse sie so. So sieht's eigentlich am schönsten aus. Zumindest meiner Meinung nach. Ich meine, jeder hat ja eh einen anderen Geschmack. Und ich hoffe, Freaky gefällt's. Boah, die neue Pickaxe ist so Imba Molten Pickaxe. Und hier gibt's ja auch ganz neue... Boah, wie das leuchtet. Unbelievable. Hier gibt's ja auch ganz neue Rohstoffe und den ganzen Kram. Und habe ich noch für normale Glasscheiben, habe ich zum Glück auch noch. Weil hier muss ja auch noch was Normales hin, aber ich brauche noch... Oh nein, der Blob wird mich ja wohl nicht angreifen. Nein. Selbst wenn er es versucht hätte, jetzt ist er platt. Und ich muss sagen, mir fehlen, glaube ich, Unmengen an Steine, verdammt. Na, vielleicht brauche ich die doch nicht so weit hier. Da habe ich noch Grey Bricks. Das war so mein Inventar. Bevor ich die Welt geswitcht habe. So, und damit kann ich noch ein paar Grey Bricks machen. Grey Bricks muss ich, glaube ich, einschmelzen. Da sind sie. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Außenwände werden jetzt immer zwei breit gemacht. Habe ich mal einfach so entschieden. Obwohl so ein Doppelfenster sieht, glaube ich, scheiße aus. Na gut, ist halt eine Fensterbank mit drin. Hau bloß ab! Mal. Dass die eigentlich in Ruhe lassen können. Hallo? Oh, viel zu hoch. Da kommt ja kein NPC hoch. Aber so. So, ich mach das jetzt erstmal hier oben zu. Weil hier müssen ja noch einige Etagen drüber. Abgerundet dann von einem Holzdach. Mit einer Holzwall im Hintergrund. Aber das muss ja hier zugemacht werden, damit hier auch NPCs einziehen. Hä? Hä? Ah doch, der kommt weg. Der kommt weg. Klick. Ich glaube, das sieht nicht aus, ne? Nee, zu breit. Und komisch, wenn ich mit dem Hammer da drauf klopfe, geht das nicht kaputt. Ach, Stonewall, das könnte aber eng werden mit 147. Oh, falsch, ich brauche Stone Brick Wall. Hätte hier fast alles kaputt, scheiße zugebaut. Da ist er doch, oh, noch schlechter. Oh. Muss ich gleich wohl wieder in die andere Welt. Ah ja, komplett muss ich ja nicht. Weil hier kommen ja überall noch Fenster hin. Dann nochmal hier unten. Nein, alle! Blapp. Also der Bereich hier wird noch geändert, weil so ist blöd. Aber bevor ich wieder in die andere Welt gehe, kann ich ja schon mal ein bisschen einrichten. Und wir nehmen... Ja, was nehmen wir denn? Die Steinstatue. Tische und Stühle habe ich, glaube ich, hier unten wieder reingestopft. Ein Bett braucht er nicht hin. Mann, da sind, glaube ich, so viele Fenster. Verdammt. Nein, da war es doch. Aber krass, so viele Stühle hatten wir in dem anderen. Obwohl ich weiß schon, den Hammer brauche ich jetzt eh, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder was irgendwas versetzt hinbaue, nicht so wie es eigentlich sein müsste. Ah doch, das sieht doch schon mal aus. Hier nur einen hin. Kann man direkt beim Frühstück
aus dem Fenster glotzen. Und hier vielleicht nur eine kleine Bank hin. Passt so voll nicht dahin, aber egal. Und die Laternen sind, glaube ich, ja zu groß hierfür. Ja, irgendwie schon. Dafür müsste ich die Decke einen höher machen. Also kann halt in dem Raum rein. Da mache ich hier oben so einen kleinen Ausschnitt rein. Und jetzt brauche ich... Ich brauche unbedingt noch Stonewall. Stonebrickwall. Eindeutig zu viele Fenster. Warte, mit Grey Bricks kann ich doch Grey Brick Wall machen, da war sie. Boah, 104. 104. Im Bereich der Crafting Arena oder Area wie hier, da mache ich mal andere Fenster rein. Boah, direkt dunkler hier. Aber auf dieser Seite können ruhig solche Dinger reingebaut werden. Oh nein. Ah doch, ich glaube, sie reichen gerade eben. Und der eine war zu viel. Bäm. So, jetzt brauche ich mal eine Glaswall. Oh nein, da hinten ist ja auch noch alles. Oh nein. Und hier, wo man craftet, da kommen keine Fenster hin. Möchte ich hier vielleicht noch ein bisschen höher machen und dann diese schönen Lampen da runterhängen lassen. Aber hier kommt noch ein Fenster hin. Und genau so schon mal nicht. Okay, ich stopfe alles in die Kisten und dann wechsle ich mal wieder die Welt. Ansonsten, wenn das jetzt ein bisschen blöd findet, dass Freaky nicht dabei ist, wenn ich jetzt die Burg hier alleine baue, einfach weg oder einfach ein paar Parts abwarten, dann ist er wieder dabei. Er fühlt sich nicht so gut und deswegen mache ich das so ein bisschen alleine hier. Da hat er, glaube ich, eh nicht so viel Lust drauf gehabt. Wie man, glaube ich, aus den letzten... Nein! So rum. Parts erkennen konnte. Ah ja, Wooden Plattform, die kann ich noch vorballern. Die vorballern war noch schön. Und schnapp. Damit die NPCs auch immer schön da oben herlatschen können. Oh, blapp. Ah ja, wir können das... Oh nein, falsches... Falsches Werkzeug. Wir können jetzt auch Häschen töten. Die beste Neuerung, seit es Terraria gibt. So. Oh, Jake the Guide has arrived. Komm rein. Warum der tot war, oder beziehungsweise nicht da war, ich habe ihn getötet, weil der war hier unten gefangen. Der kam ja nicht mehr hoch. Und dann musste der halt gehen. Und da dieses Lager nicht reichen wird, muss hier drunter auch noch was passieren. Und ich könnte wetten, hier gibt es auch einiges an Stein, weil ich abfarmen kann. Deswegen war ich da mal eben kaputt hier.
hier ist die Pickaxe aber ganz schön langsam. Komm mal her, Guide. Du. Oh, da kann man jetzt auch Schaufeln craften. Ich glaube nicht, oder? Wir sollten vielleicht mal ein paar richtige Barren in die Hand nehmen. Hellstone und Meteor. Was kann ich damit machen? Lichtschwerter und noch irgendwas.